Seit 1984 ist Josef Eibecker mit seinem Team in Weißkirchen tätig und der Profi für Malerarbeiten, Fassaden, Vollwärmeschutz, Stuckarbeiten und vieles mehr. Immer wieder werden außergewöhnliche Projekte in unserer Region umgesetzt. Und so war Josef Eibecker auch bei der Renovierung der Marktgemeinde Obdach mit dabei. Diese stellte aufgrund ihres Denkmalschutzes eine besondere Herausforderung dar. Das Denkmalamt hat eben gesagt, im Jahre 1900 herum, 1840, man möge schauen, was war an dieser Fassade ursprünglich vorhanden. Jetzt hat man natürlich die alten Farbschichten abgerotzt, beziehungsweise den Putz entfernt teilweise, und dann hat man eigentlich gesehen, dass da unterhalb ein gedecktes Weiß zum Vorschein kommt und das klassische Schönbrunngelb. Und da hat dann eben der Dr. Brucker von der Landeskonservator für Steiermark eben gesagt, ja, das wäre eine Farbkombination, die sich gut vorstellen könnte. Natürlich kann man das nur dann wieder so machen, wann die dementsprechenden Auftraggeber wie die Marktgemeinde Obdach unter der Führung von Bürgermeister Köstenberger diesen Dingen aufgeschlossen gegenübersteht. Und er hat mit seinem Bauausschuss, da wo der Vizebürgermeister Rösler einer der Akteure ist, ein paar Projekte angeschaut, wo man das sehen hat können, wie das fertig ausschaut. Und dann hat man eben in gemeinsamer Kleinarbeit das so erstellt, wie es jetzt erscheint. Also ich habe mir nichts Neues einfallen lassen, ich bin nur der Sache auf den Grund gegangen. Und die Maler um die Jahrhundertwende und zurück sind ja an und für sich die klassischen Handwerker und Künstler gewesen. Und die haben mit einfachsten Materialien Arbeiten abgeliefert, die einige hundert Jahre bereits überdauert haben, wo wir mit unseren Produkten, die wir heute haben, sehr vieles dazulernen müssen. Auch am neuen Erscheinungsbild der Raiffeisenbank Obdach Weißkirchen in Weißkirchen war der Malermeister maßgeblich beteiligt. Das ist ein Projekt, das wurde in den 70er Jahren, wo Energie kein Problem war, da hat man schlicht und einfach gesagt eine Skelettbauweise gewählt, das heißt Betonfertigteile wurden aufgestellt und die wurden dann mit Ziegelmauern ausgestattet und da kam ein Verputz drauf. Auf irgendwelche Dinge wie Energieeinsparung oder solche Dinge hat man ja keinen Wert drauf gelegt. Es ging nur um den Raum. Bei der Raiffeisenbank wurde eine vorgehängte Wärmedämmfassade ausgeführt. Das ist der große Unterschied. Und diese Fassade wurde mit 46 cm Mineralwolle hinten ausgefüllt. Über die kam eine Leimholzkonstruktion drauf. Die wurde dann anschließend mit Brettern verschraubt. Auf diesen Brettern kamen dann die Putzträgerplatten drauf und hinter diesen Putzträgerplatten sind sogenannte Ohmprofile, damit eine Hinterlüftung der Fassade gewährleistet ist. Die Raiffeisenbank ist somit aus einer energiefressenden Geschichte zu einer energieerzeugenden geworden. Das heißt, jetzt sind die Heizkosten und die anderen Dinge, die dem Institut auch einiges gekostet haben, aufkommensneutral. Vis-à-vis das Projekt Dr. Theo, da wurde ebenfalls ein altes Haus so adaptiert, dass es ein Niedrigenergiehaus wurde. Und da sind 20 cm Top 31 von der Firma Stoh in klassischer Version geklebt, verdübelt, gespachtelt und verputzt worden. Und das Objekt hat von den werbetechnischen Dingen einen Top-Wert, sodass über die Solar- und Photovoltaikflächen, die man am Objekt sieht, es wurde alles so ausgerichtet, dass man dort auch möglichst wenig Energie von Fernwärme, die in Weißkirchen seit Jahrzehnten funktioniert, mehr verwenden muss, sondern das wird alles aus dem Haus selber erzeugt. Auf die jahrelange Erfahrung der Firma Eibecker hat sich auch das Gasthaus Hubmann aus Kleinlohming verlassen und sowohl die Fassade als auch die farbliche Gestaltung der neuen Gästezimmer in die Hände des Fachmannes gelegt. Und auch bei der Realisierung von drei neuen Gästezimmern im Gasthof Breuer in Weißkirchen war Josef Eibecker mit seinem Team involviert. Wenn man da sieht, wie aus alten Räumen, die ursprünglich Lagerräume waren, plötzlich Räume sind, wo Menschen wohnen können, wo sie sich wohlfühlen. Da kann man nur vor den Herrn Eibensteiner, der diese Vision hatte, den Hut ziehen. Und wenn man als Auftraggeber einen Kunden wie ihn hat, der einen
unterstützt und der von vornherein sagt, du bist Handwerker, du sagst, was wir brauchen. Und das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, dass man mit seinen Partnern kommunizieren kann, dass nicht von vornherein alles so abgesteckt ist, dass man eigentlich nur mehr Ausführender ist und hinterher, ja, das war Zufall, dass es schön ist und das andere ist halt so, nicht? Und man sieht, wenn die Herrschaften mit eingebunden sind, dann beginnt das Ganze zu leben. Motivation, Können und Ausbildung. Auf diese drei Faktoren legt Josef Eibecker besonders großen Wert. Und genau mit diesen Komponenten lassen sich auch Ihre Wünsche erfüllen.